Partner, immer treu! Von welcher Mission hast du gesprochen? Teufel, Colonel, Sie selbst haben mir gesagt, die Mission muss man dem Dümmsten und dem, auf den das Regiment am ehesten verzichten kann, anvertrauen. Das bin ich, Colonel. Marine Zachariah O'Connor, Semper Fide. Worum ging es in der Mission, mit der ich dich betraut habe? Die Wiederbeschaffung der Zigarrenkiste meines Colonels aus der Tiefe des Urwalds von Mala, Colonel, Sir. Ich möchte einen Bericht über die Zigarrenmission haben. Colonel, Sir, ich kann nicht besonders gut schreiben. Dann berichten Sie mir oral. Ist das nicht, wo man die Zäpfchen reinkriegt? Oral bedeutet mündlich. Sir, ja, Sir. Da man die falschen Koordinaten angegeben hatte, warf der Hubschrauber ihre Kiste mit den Havanna-Zigarren sehr weit weg ab, Colonel. Sie war mitten in den Urwald gefallen, sodass ich mich mit mehr Angst als Scham dorthin begab, Sir. Warum hattest du Angst, den Urwald zu betreten? Affen, Colonel. Teuflisch schlaue Affen, die ständig versuchten, mir die Kappe zu stehlen und die mich mit Kokosnüssen bewarfen. Hast du dich nicht gegen die Affen verteidigt? Doch, Colonel. Ich habe mir die Kappe mit dem vorschriftsmäßigen Kleber auf den Kopf geklebt, Colonel. Schlimm war nur, dass die Affen ihre Zigarrenkiste nicht hatten, Colonel. Ich beschlagnahme den Kleber, den du benutzt hast, um dir die Kappe an den Kopf zu kleben. Das ist der vorgeschriebene Überlebenskleber, Colonel. Hier, Colonel, Sir. Die Marke kenne ich gar nicht. Gu. Nicht Uhu, sondern Gu. Ich wusste nicht, dass wir einen vorgeschriebenen Überlebenskleber haben. Es ist etwas undeutlich erklärt, Colonel, aber die Vorschrift besagt, zwecks Blockierung einer Dehydrierung, die durch Colitis, Dysenterie oder andere Krankheiten verursacht wird, weil diese zu einer unkontrollierten rektalen Entleerung führen, hat jeder Soldat beim Auftreten der ersten Symptome den vorgeschriebenen Kleber an der Austrittsstelle des ausstoßenden Weges anzuwenden. Ich verstehe nicht, was Dehydrierung ist, auch nicht, was Colitis oder Dysenterie bedeuten und das von Rektal und Ausstoßenden sowieso nicht. Aber ich weiß alles auswendig und das zählt, Colonel! Zäpfchen werden rektal eingeführt. Dann Teufel, Sir! Ich weiß nicht, was ich sagen soll! Semper Fide! Wenn Sie nicht verstehen, was Sie sagen, wozu lernen Sie es dann auswendig? Um ab und zu etwas Intelligentes zu sagen, Colonel! Außerdem, denken Sie daran, dass ich fast nie weiß, was ich mir selbst sage, Sir. Semper Fide! Lassen wir das Thema lieber. Wer hatte Kurzmeyers Zigarren, das heißt meine, die deines Colonels? Ein paar furchterregende, sehr, sehr alte Herren. Ein Japaner und ein Deutscher, die einem Schwarz-Weiß-Kriegsfilm entsprungen schienen. Sie hatten einige Zigarren meines Colonels geraucht, Sir. Colonel, Sir! Aber ich schaffte es, Ihnen die Kiste wegzunehmen und mich aus dem Staub zu machen, Sir. Okay. Langsam glaube ich, dass die Intelligenz dein Problem ist. Wie haben Sie das erfahren, Sir? Ich habe mich für den Nachrichtendienst, der auch Intelligence genannt wird, beworben. Aber da ich so dumm bin, weiß ich noch nicht, ob man mich überhaupt nehmen wird. Wie dumm sind Sie eigentlich? Ich bin ein Vollidiot. Voll und ganz. Marine Zachariah O'Connor, zu Ihren Diensten. Ein totaler Vollidiot. Ja, Sir. Ja, Sir, Colonel. Wenn Sie so dumm sind, warum glauben Sie, für Intelligence, also den Nachrichtendienst, arbeiten zu können? Gerade deswegen, Sir. Ich bin der perfekte Kandidat für Spionageaufträge, Sir. Niemand würde je glauben, dass ich für den Nachrichtendienst arbeite. Der hatte recht. Wozu haben Sie überhaupt einen Kopf? Um innen drin nicht nass zu werden, Colonel. Sie haben recht. Über Ihre Intelligenz brauchen wir wirklich nicht zu reden. Weiter so, Soldat. Semper Fide! O'Connor ist so scharfsinnig, dass er sich gar nicht wundert, dass der Colonel, der ihm befohlen hat, die Zigarrenkiste zu besorgen, sie nicht mal in sein Zelt bringen lässt. O'Connor ist so Ich rauche nicht, aber ich nehme mal eine mit. ...1982. Die ist ja älter als ich. Ich weiß, dass es komisch klingt, wenn man mich so sieht. Aber erinnern wir uns, dass ich ein gut aussehender Junge mit blauen Augen bin. Ja. Die ist voller Kokosnüsse. In Ordnung. Was für Kokosnüsse wachsen hier nur? Die sind ja fast doppelt so groß wie die in New York.
Falls etwas misslingt und ich fliehen muss, weiß ich schon wie. Ich könnte weit wegfahren, das Trantonit verstecken und dann wiederkommen. Aber ich traue mich nicht, mich so weit von meinem richtigen Körper zu entfernen. Okay. Aber ich habe eine Idee. In Ordnung, aber ich nehme das andere Messer. Sicher ist sicher. Da ich schon dabei war, habe ich die Milch getrunken und auch das Fleisch gegessen. Das war ausgesprochen lecker. Schön, dass es dir geschmeckt hat. Aber so kann es keiner sehen. Ja, so wird es viel schwieriger, das Trantonit darin zu entdecken. Aber ich muss mir trotzdem etwas einfallen lassen, damit die Militärs es nicht finden, wenn sie Kortzmeier festnehmen. Kein Problem. O'Connor! Gute Idee. Auftrag für dich. Soldat! Colonel! Jawohl, Colonel! Sir! Ich werde dir eine Kokosnuss geben. Ich weiß, dass du viele hast, aber diese ist etwas Besonderes. Beißt die? Nein, aber sie müssen sie verstecken. Wie ein Zäpfchen, Sir. Nein, das ist nicht wirklich nötig. Steck sie hin, wo du willst, aber versteck sie. Niemand soll wissen, dass du sie hast. Ich werde sie mit meinem Leben verteidigen. Diese Kokosnuss ist wertvoller als mein Kopf, Colonel, Sir. In Ordnung. Du wirst sie nur dem geben, der die folgende Parole nennt. Wir alle kennen die Wahrheit. Das Leben besteht darin, zu wählen, wie wir sie verzerren. Wir alle kennen die Wahrheit. Das Leben besteht darin, zu wählen, wie wir sie verzerren. Colonel, Sir. Parole auswendig gelernt, Sir. Perfekt. Wenn das alles vorbei ist, können Gina oder ich ihm die Parole nennen und so das Trantonit zurückbekommen. Er spielt, Wenn das alles vorbei ist, können Gina oder ich... Er spielt Mundharmonika. Gut, ich glaube, ich habe jetzt alles...